Hallöchen Steinchenklemmer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich neben mir einmal den Jan, auch bekannt als Pretendo. Mahlzeit. Und links neben mir steht der Michael Wörner. Hi. Und der Michael Wörner hat heute was Tolles gebaut. Wir sind hier auf der Born to Brick 2021 und er hat das Rathaus von Wiesbaden nachgebaut. Und was es auf sich hat, wird euch jetzt der Michael erzählen. Ja, das Rathaus habe ich 2018 fertiggestellt, nach 16 Monaten Bauzeit, im Maßstab 1:60 mit 150.000 Steinen. Das hat ungefähr 1,70 Meter mal 1,70 Meter in den Abmessungen, im höchsten Stelle am Turm ungefähr 1,05 Meter hoch. Und im Maßstab 1:60 hat schon erwähnt, baugleich zu der Marktkirche, die nebendran ist im Maßstab und damit super gut passend. Die Minifiguren ringsrum vervollständigen das noch vollständig und machen das Ganze ein bisschen lebendig und bringen da ein bisschen Leben rein. Du hast das ja auch, glaube ich, schon mal in Wiesbaden ausgestellt gehabt, ne? Im Rathaus selber, oder wo war das? Ja, glücklicherweise hatte ich im Foyer Rathaus 2018, als ich die Fertigstellung oder als ich das Rathaus fertiggestellt hatte, eine Ausstellung. Da konnte ich dann das Rathaus vorstellen mit meiner Mackkirche in den anderen Modellen, hauptsächlich aber das Rathaus. Und ist super gut angekommen, ja. Du spezialisierst dich ja auf Wiesbadener Modelle, ne? Du hast ja auch hier heute dabei das Tempelchen und auch den Biebricher Wasserturm mitgebracht und auch die Neroberg-Kapelle. Ja? Ja. Also das ist mein Faible. Ich mag Gebäude und als Wiesbadener natürlich dann Wiesbadener Gebäude. Es ist nämlich einfacher, da an die Informationen zu kommen, Bilder zu machen, um dann zu sehen, wie es gebaut ist. Und bin dann dabei und baue die halt nach. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, neben dem Rathaus und der Markkirche habe ich das Neroberg-Tempelchen gebaut und den Wasserturm von Biebrich. Und das letzte Modell, was ich gebaut habe, das hat man auch auf der virtuellen Ausstellung gesehen, ist eben die russisch-orthodoxe Kapelle, griechische Kapelle genannt, im Volksmund in Wiesbaden, ja, das ist richtig. Sind echt tolle Modelle, also ist echt Begeisterung hier. Jan, hast du noch eine Frage? Ja, ich wollte dich fragen, wie transportierst du das Riesending? Ja, also meine Modelle sind alle modular gebaut, weil so mit 1,70 Meter gehen sie weder ins Auto noch durch eine Tür durch. Das heißt, du gehst hin, wenn du ein Modell dir ausdenkst, wie du es bauen möchtest, natürlich auch klar, wie transportiere ich es, und das ist jetzt mit 70 Teilen ungefähr zu zerlegen. Das sind einzelne Wände, einzelne Dachelemente, die Sparren, die Bodenplatten, die sind alle einzeln. Das wird dann verpackt in große Kisten, vorher in Stretchfolie, damit sie sicher sind, oder in Klappkörben. Also es sind für das Rathaus jetzt 4 große Holzkisten plus 5 Klappkörbe, ein kompletter Kombi voll. Weitere Fragen? Ja, dann gehen wir mal weiter, oder? Ja. Und danke fürs Interview, Michael. Sehr gerne. Vielen Dank.